Herzlich willkommen zu Oxpoon, dem Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Herzlich willkommen diesmal auch die etwas jüngeren Zuschauer. Ich habe hier etwas, da steht drauf Alter 8 plus, also ab 8 Jahren, und das ist durchaus gerechtfertigt. Abenteuer Elektronik heißt es, und da sind so viele Sachen drin und so viele Experimente mit möglich. Es ist wirklich ein Abenteuer. Schauen wir mal, was geliefert wird. Batteriekasten, dann Schaltdraht, da sind zwei Leuchtdioden. Dann haben wir hier eine Fotozelle, damit kann man aus Licht Strom gewinnen. Dann Glühlampen, dann haben wir hier einen Schalter, Fassungen für die Glühlampen, damit wir sie auch anschließen können. Ein kleiner Motor, zu dem Motor eine Luftschraube, und dann haben wir rechts und links noch Krokoklemmkabel. Und das Wichtigste, dieses Buch. Ich habe mir mal so ein Buch mal herausgetrennt, weil es dann einfacher zu halten ist. Und das müssen wir uns wirklich genau ansehen. Es ist ein Abenteuer, aber im positiven Sinn. Hier ist nochmal aufgeführt, was alles dabei ist bei dem Baukasten und was ich so alles damit machen kann. Also ich kann ein Raumschiff damit bauen mit blinkenden Leuchtdioden. Ich kann Geld altern lassen, Geldmünzen. Ich kann eine Morse-Verbindung herstellen zu einem Freund oder Bekannten. Ich kann mir ein Auto bauen damit aus Pappscheiben. Der Motor ist dabei. Ich kann eine Windmühle bauen. Ich kann ein Schiff bauen, welches vom Motor über die Windschraube, die Luftschraube angetrieben wird und so weiter und so weiter. Ganz am Ende geht es sogar noch weiter. Wenn man also weitergehen will und dann verstehen will, wie das funktioniert mit dem elektrischen Strom, mit Reihenschaltung und mit Parallelschaltung, bekommt man hier noch gute Anleitung, gute Hinweise. Und ich will Ihnen das mal zeigen, was damit gemeint ist und wie das geht. Ich habe mir Batterien in den Batteriekasten reingetan, und wenn ich jetzt hier eine Glühlampe anschließe, dann glüht sie, was auch sonst. Ich kann natürlich mehr als eine anschließen, das ist auch klar. Und dazu muss ich entweder wieder an den Batteriekasten gehen, aber ich kann natürlich auch hier parallel zu der anderen meine zweite Glühlampe anschließen. Die hat sich wieder selbstständig gemacht. Die Krokoklemme muss man richtig drauf drücken. So, und wenn ich jetzt hier parallel dazu gehe, dann sehen Sie, dann leuchten beide. Also, das ist die typische Parallelschaltung. Reihenschaltung ist was anderes. Bei der Parallelschaltung wird aus der Batterie jetzt der doppelte Strom entnommen, weil die ja parallel da dranhängen. So, jetzt machen wir mal eine Reihenschaltung. Dazu nehme ich jetzt hier eine andere und schließe den einen Pol, den schwarzen, den Minuspol, hier an diese an. Plus und Minus ist hierbei übrigens egal. Und schließe, verbinde dann die beiden Glühlampen miteinander. Jetzt sind die hintereinander. Der Strom muss durch beide durch. Und das heißt, sie sind dunkler. Warum? Weil die Spannung, diese 3 Volt von diesen zwei 1,5 Volt Batterien sich aufteilt. Die Glühlampe muss eigentlich mit 2,5 Volt betrieben werden, aber jede bekommt ja jetzt nur die Hälfte, also 1,5, ist also dunkler. Und das kann ich jetzt noch auf die Spitze treiben, indem ich noch die dritte in Reihe schalte. Und dann bekommt jede 2,5 Volt Glühlampe nur noch 1 Volt. Und dann haben wir nur noch ganz, ganz müde Funzeln. Also, so kann man sicherlich verstehen, was Parallel- und Reihenschaltung ist, und ganz gefahrlos experimentieren und gucken, wie das funktioniert. So, und jetzt zeige ich Ihnen noch, was man nicht machen sollte. Man kann natürlich mit geringerer Spannung arbeiten, aber wenn man einmal mit viel zu hoher Spannung rangeht, dann sehen Sie, dann geht die nur einmal an und dann für immer aus. Das sollten Sie vermeiden.